Gott. Leon, du musst vorbeikommen. Ich glaube, bei mir wurde eingebrochen. Fabi, was ist denn? Wo ist denn der... Oh mein Gott. Ja, krass, oder? Dieses Etwas sitzt seit einer Stunde da und isst. Dieses Etwas? Das ist Tanzverbot. Was für Tanzverbot? Der bekommt höchstens Hausverbot bei mir. Nein, nein, das ist ein YouTuber. Oh, wie ich YouTuber hasse. Na, dann werde ich mit diesem Tanzrobot... Tanzverbot. Ja, sag ich ja. Tanzbrot mal reden. Hallo, ich Fabian, du Tanzverbot, warum du hier in meinem Haus? Wie bitte? Ach, gut, er kann Deutsch sprechen. Selbstverständlich, ich beherrsche die deutsche Sprache tadellos. Ein doppeltes Peace, meine Herren. Sorry, mein Freund hier kennt dich nicht so gut, Tanzverbot. Tanzverbot, nennet mich Kilian, Kilian Heinrich. Okay. Kilian, was machst du in meinem Haus? Werter Herr, bitte schreien Sie doch nicht so. Ich war auf meinem morgendlichen 4 Uhr Spaziergang, als es mir nach einer Pause mundete. Ist der besoffen? Warum gehst du um 4 Uhr morgens spazieren? Nun, zurzeit werde ich von vielen Menschen beobachtet und kann mein Haus somit nur um 4 Uhr in der Morgenstunde verlassen. Ah, und deswegen sind auch die Jalousien hier runter. Spitzfindig erkannt, mein Herr. Ich finde ihn mega komisch. Lass ihn hier bitte rausschmeißen. Noch nicht. Ich möchte noch ein paar Dinge herausfinden. Meine Herren, darf ich Ihnen nun meinen exquisiten Einkauf vom 10.11.2017 präsentieren? Nein, das möchte kein Schwein sehen. Komisch, sonst bekommt das viele Aufrufe. Ich muss diese Frage stellen. Kilian, warum bist du im echten Leben so... Anders als in meinen Videos? Ja, so... Ruhig, gelassen und intelligent? Ja, genau! Nun, wer daher auf der Plattform YouTube, da spiele ich nur eine Rolle. Ich demonstriere. Yo, 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 every day, every night, Doppelpeace, hier ist wieder euer Tanzverbot. Und ich könnte so richtig ausrasten. Ah, also spielst du auf YouTube nur so eine aggressive Rolle, aber bist im richtigen Leben ein ganz normaler Mensch? So ist es. Oder denkt ihr, ich mache einfach ohne Grund 10 Ansagevideos gegen irgendwelche YouTuber? Das ist alles Show. Obwohl, Gronkh, den mag ich wirklich nicht. Aber warum versteckst du dich denn vor deinen Zuschauern? Wäre doch gar nicht schlecht, wenn die dich mal im echten Leben kennenlernen würden. Aber hallo, ihr wisst gar nicht, wie schwer es ist, eine Rolle zu spielen. Jeden Tag, every day, every night. Alle wollen einen aggressiven Tanzverbot sehen. So bin ich doch gar nicht. Oh. Könntest du trotzdem meinen... Ich sehne mich doch nur nach einem wahren Freund, der den richtigen Tanzverbot, Kilian Heinrich, hinter der Kamera sieht und respektiert. Oh, ich fühle so mit dir. Leon, kannst du bitte aufhören, ihm Bestätigung zu geben? Keine Sorge, meine Herren, ich werde weiterziehen. Doch wenn mich auch gleich ein Fan erblickt, werde ich ihm sein Gesicht polieren. Hat er gerade gesagt, dass er seinen Fans ins Gesicht schlagen würde? Lebet wohl, die Herren. Und denket immer daran, Gronkh und Montana Black sind Muttersöhne. Doppelpeace. Das war schräg. Ja. Oh, guck mal, er hat vor 3 Sekunden ein neues Video hochgeladen. Jo Leute, hier bin ich wieder, euer Tanzverbot Doppelpiece. Und ich habe eine Story zu erzählen. Ich bin gerade bei 2 Typen einfach eingebrochen. Eingebrochen, habe mich auf die Couch gesetzt, habe deren Chips gegessen. Die haben nichts gemerkt, ich habe die so fett verarscht. Und dann kamen die und haben mich dumm angeguckt. Yo, ob Tanzverbot wohl wirklich so kultiviert ist, ich bin mir da nicht sicher. Aber schreibt auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare den Namen des YouTubers, den wir als nächstes parodieren sollen. Und gebt einen Daumen nach oben für Tanzverbot. Wir sehen uns wieder diesen Samstag und nächsten Dienstag. Ciao.